Ja, warum sitze ich jetzt hier in voller Montur quasi auf meinem Motorrad aufgebockt in der Garage? Die Frage ist berechtigt, die Bewandtnis aber recht einfach. Und zwar wurde ich auf Instagram per Insta Direct Message oder auch unter manchen Bildern, so wie bei dem hier, gefragt, wie man denn oder was man denn mit der Fahrtechnik so erreichen kann, wie man denn zu so einer Fahrtechnik kommt. Vorneweg ist hier mal gesagt, dass dieses Video niemandem als Exempel dienen sollte, der es nicht will. Jeder hat seinen eigenen Fahrstil, ist super. Ich will nur das, was ich über lange, lange Zeit jetzt von Instruktoren, von anderen Fahrern mitbekommen habe, mal weitergeben. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Also es ist kein perfekter Mittelweg. Ich bin nicht der schnellste Fahrer, auch nicht der Beste. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich das Video anschaut und sagt, wow, jetzt habe ich doch tatsächlich noch mal was gelernt, was mir das Fahren ein bisschen leichter macht. Zuallererst ist da mal die Ergonomie auf dem Motorrad, sprich meine Rasten, meine Hebel, meine Lenker. Ich muss mich wohlfühlen auf dem Ding und dazu gehört, dass ich meine Rasten in passender Position habe, nicht verkrampft sitze. Ich habe hier jetzt verstellbare Leitech-Rasten, bei denen komme ich wunderbar an den Bremshebel, wenn es sein muss. Auf der anderen Seite der Schalthebel ist auch alles so eingestellt, dass ich permanent gut drankomme. Ich habe übrigens gedrehtes Schaltschema, also ist bei mir so hochgeschaltet und so runtergeschaltet. Bei den Hebeln werden wir dann als nächstes. Mir wurde von mehreren Stellen jetzt schon gesagt, dass man die Hebel so stellen soll, also die ganze Armatur in der Neigung, dass das Handgelenk sich so gut wie nicht bewegt. Möglichst wenig Bewegung im Handgelenk beim Bremsen und Kuppeln. Dann ist natürlich die Hebelweite entsprechend wichtig. Ich soll mir aber beim Bremsen nicht die Griffel einklemmen oder nicht hier irgendwie straucheln, dass ich überhaupt an den Hebel komme. Ist also ganz wichtig, dass die Hebel passend eingestellt sind, dass mir einfach die Ergonomie passt, dass ich hier drauf sitze und mich einfach wohlfühle. So, dann kommen wir jetzt zum kontroversen Teil des ganzen Videos, nämlich der Körperposition beim Motorradfahren. Ist wie gesagt so, dass ich nur das weitergebe, was ich von vielen Instruktoren und anderen Fahrern mitgenommen habe und so für mich umgesetzt habe, dass es funktioniert. Es fährt nicht jeder Hangoff, es muss auch nicht jeder Hangoff fahren, es muss auch nicht irgendjemand überhaupt das anwenden, was ich hier sage. Ich habe nur Fragen dazu bekommen und hoffe, dass dieses Video einige Fragen davon beantwortet. Fangen wir mal an mit der geraden Sitzhaltung. Ich sitze zunächst mittig auf dem Motorrad, klar, nicht irgendwie hier verdreht oder versetzt. Der Reißverschluss bildet mit dem Motorradtank hier eine Mittellinie und ich habe eine Faust Platz zwischen meinen Eiern und dem Tank. Vielen Dank nochmal an Horst Greve von Speer Racing für den tollen Tipp. Dann kommen wir dazu, dass ihr hier nicht gestreckt drauf sitzen sollt. A, kriegt ihr dann den ganzen Winddruck ab und B, streckt ihr die ganze Zeit euren Trizeps durch, was irgendwann ermüdend wirkt. Zudem gebt ihr vielleicht ungewollt Lenkimpulse weiter, was auch nicht schön ist. Sitzt auf dem Motorrad entspannt. Der Lenker wird nicht zum Festhalten, sondern zum Lenken benutzt. Also ist so gut wie kein Druck auf den Lenkern stummeln. Denn entsprechend sagen viele, dass der Lenker nicht zum Lenken dient oder zum Richtungswechsel, sondern die Körperposition. Das ist aber nicht richtig, denn der Lenkimpuls fällt meist nur so marginal aus, dass man ihn gar nicht merkt. Trotz allem ist der Lenker für den Richtungswechsel verantwortlich. Also nicht den Lenker wie so eine Segelstange hier packen und Gewalt anwenden, sondern locker mit dem Lenker umgehen. Das ist mal das Erste. Wenn ihr dann in eurer geduckten Geradeausfahrtposition seid, könnt ihr hier den Windschutz genießen. Habt eure Arme entspannt, die sind hier völlig frei und locker. Euren Körper könnt ihr unter Umständen sogar auf dem Tank ablegen und so habt ihr eine entspannte Fahrhaltung. Aus dieser Fahrhaltung heraus folgt jetzt natürlich dann das zweite und wichtigste Kapitel, nämlich der Hang-Off. Und zwar sollte der nicht, wie es manche machen, so erfolgen. Das sieht man sehr, sehr gerne auf deutschen Straßen, auch allgemein weltweit, denke ich. Das ist der sogenannte Ass-Off. Der Fahrer lässt dabei quasi beide Arschbacken vom Sitz gleiten
und handelt aber damit völlig entgegen dem eigentlichen Sinn des Hang-Offs. Das ist nämlich, das Körpergewicht nach innen in die Kurveninnenseite zu verlagern. Somit fahre ich bei gleichem Kurvenspeed weniger Schräglage mit dem Motorrad. Das Motorrad ist durch den Hang-Off aufrechter. Es ist also nicht Sinn und Zweck des Hang-Offs schräg zu fahren, sondern das Motorrad gerade zu stellen. Denn wer gerade fährt, hat mehr Reifenaufstandsfläche Entschuldigung, und kann schneller und früher beschleunigen. Er ist also schneller schnell. Das nächste ist dann, wenn ihr von dieser Position in den Hang-Off geht, bestimmt zunächst mal der Blick unterbewusst, wohin ihr fahrt. Die Blickrichtung geht Richtung Kurvenausgang bzw. Richtung Kurve. Dann nehmt ihr eine Arschbacke vom Sitz und dreht den Fuß hier leicht ein. Wer den Fuß hier so gerade lässt, der wird seine Mühe und Not haben, hier eine entspannte Position zu finden. Also den Fuß etwas eindrehen auf der rasten Außenseite. Dann mit lockerem Halt am Lenker. Es sollte eigentlich gar kein Gewicht auf dem Lenker liegen. Das Körpergewicht zur Kurveninnenseite. Die Blickrichtung geht Richtung Kurvenausgang. Und ihr seht es hier, eigentlich hält mich meine Hüfte auf dem Motorrad und nicht der Lenker. Der Lenker wird nur leicht umfasst. Und so folgt dann auch mit der Hüfte der Richtungswechsel. Von hier nach hier, ohne den Lenker wirklich mit Gewalt zu umfassen. Der Lenker wird nur locker umfasst, der Blick gibt die Richtung vor und der Oberkörper bestimmt die Gewichtsverlagerung und nicht der Unterkörper. Der Unterkörper bleibt immer mit einer Arschbacke auf dem Sitz, um den Fahrzustand zu kontrollieren. Denn wie ihr seht, wie ich gesagt habe, es läuft alles über die Hüfte. Wenn ich jetzt also noch die Hüfte nach unten verlagere, habe ich einen sehr unsicheren Fahrstil, da ich die Kontrolle über das Motorrad hergebe. Das Motorrad wird über den Lenker gesteuert und quasi an der Hüfte festgehalten und nicht andersherum. Es bringt also nichts, sich wie gesagt so herunterzuhängen. Vielmehr bringt es, wenn man auch keinen Hänger fahren will, als etwas, den ganzen Oberkörper in die Kurve zu legen. Auch ohne Hang-Off. Entsprechend fällt dann aber auch der Hang-Off relativ simpel aus, indem man einfach das Knie abspreizt und den Ellbogen ein Stückchen. Den Kopf verlagert man dann etwas nach unten, so als würde man sich in die eigene Hand beißen wollen. Und so haben wir einen bequemen, sicheren Fahrstil, ohne am Lenker zu zerren, der uns auch wirklich die Gewichtsverlagerung bringt, die wir wollen. Was mir jetzt noch einfällt ist, viele fragen sich bestimmt, was diese Faustregel soll mit dem Tank und dem Unterkörper. Das hat folgende Bewandtnis, kann ich ganz einfach erklären. Und zwar, wenn wir so sitzen wie bisher locker, hier kein großes Gewicht auf den Lenker stummeln, dann aber in den Hang-Off wechseln wollen, passiert folgendes. Oh oh, der Tank ist im Weg. Wir können uns hier nicht so frei und natürlich bewegen, wie wir es eigentlich gern hätten. Irgendwann nehmen wir dann diese Position hier ein. Das Bein ist ultraweit abgespreizt und es wird megamäßig unbequem und vor allem verkrampft. Rutsche ich dagegen um eine Faustbreite, Beispiel Racing, nach hinten, dann habe ich meine gesamte Bewegungsfreiheit hier auf dem Motorrad wieder. Ich kann turnen wie bei Olympia und habe kein Gewicht auf den Lenkerenden. So soll es sein. Abschließend ist dann zu sagen, dass ich, wie gesagt, niemandem etwas vorschreiben will. Das, was ich jetzt hier gesagt habe, ist quasi das Wichtigste aus all dem, was ich gelernt habe. Es ist auch nicht mein Wissen, sondern das Wissen von vielen Leuten, mit denen ich arbeiten durfte und konnte. Und ich habe mir da quasi die Rosinen rausgepickt und so meinen eigenen Fahrstil gebildet. Und das wird jeder selbst so für sich genauso machen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du hältst dich wohl für den Größten, nein, tue ich nicht. Ich bin auch nicht der schnellste oder der beste Fahrer. Ich versuche nur aufgrund von ein paar Anfragen mein Wissen so zu vermitteln, dass es vielleicht anderen hilft. Warum auch nicht? Ich habe etwas Erfahrung, nicht viel Erfahrung und deswegen denke ich, dass der eine oder andere doch auch davon profitieren kann. Wenn ich schon Fragen gestellt kriege, dann versuche ich sie so gut es geht zu beantworten. Zu guter Letzt gilt dann natürlich, nie verkrampfen auf dem Motorrad, immer schön locker bleiben
Und ja, immer locker wie ein Jockey auf seinem Pferd. Ich hoffe, dass es jetzt dem einen oder anderen gefallen und auch weitergeholfen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, auch eine Diskussion, ab in die Kommentare damit. Der Fahrstil ist ja nicht für jeden was. Ansonsten hoffe ich, es hat gefallen, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal.